Ja, ich auch. Ach ja, nie nett. Ich mag dich jetzt schon. Du bist mir sympathisch, du magst Kekse. Ach so, kommt man da rein. Ah. Oh nö, hier ist einfach ein Riesenhaus, das leer ist. Marion, wozu bin ich da jetzt rein? Sieht aber cool aus hier. So, auf jeden Fall haben wir Fischerin Loidab, die Angler von Skoros Ort, zu unterstützen. Entzündet die Fischerlampen, überprüft die Quaggan-Fallen, vernichtet die Kreidblut-Götzen und verteidigt die Quaggan-Dorfbewohner gegen plündernde Kite. Okay. Ich werde hier beschossen von so einem Seeigel. Tja, wie ist halt ein Böser. Ja, aber wirklich. Oh, hi. So, was sind Kreid? Ja, das sind diese Bösen, diese komischen Viecher. Anders kann, also besser kann ich dir das jetzt auch nicht beschreiben. Ah, da tatsächlich, ja. Okay, aber ich sehe einen Seeigel. Was greift mich denn hier an? Sehen Achso. die auch, die Igel? Ja. Oh, sogar richtig viel. Cool. Dein armes Tier unter Wasser, ey. Weißt du, Jo, du wo kannst unter könnte. Wasser atmen, er aber nicht. Ist ja nicht voll fies. Jo, Pech? Muss ich eine Wasseratemmaske oder so holen? Ich auch nichts für. Ach, da sind sie doch. Guck mal, es steht sogar da, dass es Kreid sind. Ja, ich weiß. Ich hatte nur vergessen, was Kreid sind. Ich hoffe, meine Beute wegzunehmen. Warum? Meine Beute. Nein. Ich bin zuerst geheilt. Ja, okay, bald ist ja wieder Weihnachten. Ich finde dein Tier irgendwie so ein bisschen seltsam. Das fällt immer runter unter Wasser. Das Tier, ja, naja, kann halt nicht schwimmen, ne? Armes Tierchen. Siehst du, ich hab's schon fast geschafft, ey. Jo, ich nicht. So, gibt's hier noch irgendwie Seeigel? Die sind echt effektiv. Ja, irgendwie gefühlt, also was heißt gefühlt, effektiver auf jeden Fall als alles andere. Habe ich so das Gefühl. Da kann ich wieder jemanden wiederbeleben. Nice. Und ich, weißt du was, ich bin gleich Level 19. Schön für dich. Ich benutze ganz ehrlich, wenn du Level 19 bist, ich benutze das Teil, ne? Was musst du teilen? Dann benutze ich das Teil, wo ich ein Level gewinne. Ich will einfach jetzt schon machen, damit zuerst Level 19. Woher hast du das? Boom, keine Ahnung, es war in irgendeiner Kiste. Geil. So, jetzt bin ich vor dir Level 19. Was sagst du jetzt? Verschwendung. Hätte es mit 79 machen sollen. Ach Quatsch. Bis dann habe ich noch eins. So. Level 19. Ja. Kennt ihr das, wenn ihr im Level ewig jemandem hinterherhängt und es euch das total nervt? Hilfsfähigkeit 3 freigeschaltet. Nice. 6 Heldenpunkte auch noch. Muss noch die ganzen Heldenpunkte irgendwann ausgeben. Ja. Hilfsfähigkeit 3, ich habe jetzt Hilfsfähigkeit 4. Ja, ich hab noch ganz viele Punkte. Ich habe sie noch nicht ausgegeben. Ich habe noch 16 Heldenpunkte. Und du bist irgendwie auch schon wieder abgehauen, ne? Arcane-Ausbildung habe ich durch. Beschwörung. Glyphen. Glyphe der Elementar. Siegel. Oh, komm. Muss auch immer die Siegel bringen. Ich Wer hab's weiß? jetzt. Wer weiß? So.
Auf Stufe 20 erhaltet ihr Ringe. Oh, ich kann Delfine beschwören. Oh mein Gott. Oh, wie süß. Oh, die sind voll niedlich. Geisterdelfine. Oh. Ah. Ey, jetzt sehe ich voll cool aus. Jetzt sehe ich richtig cool aus. Nice. So, voll die Piratenbraut. Das Siegel des Feuers ist schon mal richtig cool. Mit ihrem pinken Gewand. Und zwei Delfine. Ich habe jetzt eine Fähigkeit, die ich auf einen Gegner wirken kann. Der kriegt dann... Okay, gut, jetzt muss ich nochmal kurz unter Wasser. Verbessert die Chance auf kritische Treffer. Okay. Ach, das ist passiv. Und aktiv bewirkt Verbrennung bei eurem Ziel und Gegner in der Nähe. Das ist cool. Was haben wir hier? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Oh. Jetzt habe ich auch mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Verdammt. Yeah. Was sagt man dazu, Schätze? Wo bist du überhaupt? Bist du schon vorgeschwommen oder was? Ja, natürlich. Also ich bin jetzt nach oben weiter geschwommen erstmal, ne? Ich komme auch. Vor allem, ich bin jetzt 25% schneller. 25%! Und du so? Das weiß ich. Ja, ich auch 25. Ja, jetzt sind wir wieder gleich schnell. Die Geister sind im Wasser Delfine, ja. Ja. Jetzt muss ich nur herausfinden, was sie an Land sind. Ach so, so eine Baumgeister. Ah, okay. Ich will wieder einen vernünftigen Stab haben, nicht diesen Zweihandstab, der ist kacke. So, hier müsste jetzt eigentlich eine Sehenswürdigkeit sein. Haben wir schon. Ach so, kam schon, okay. Ja, dann würde ich sagen... Hier geht's weiter zum nächsten. Also ein Panorama ist noch da oben, wollen wir das holen, oder? Ja, klar. Wir wollen alle Panoramas holen. Gut, dann müssen wir... Wahrscheinlich erstmal die Brücke nehmen, ja. Habe ich mir auch gerade so gedacht. Ja. Oh, hier ist auch die Quest. Vielleicht können wir sie nebenbei machen. Ach so. Was? So, helft Löwengardistin Hester, die Sklaven aus den Sklavenhändlertiefen zu befreien. Besiegt die Kite, befreit die Sklaven und betet die Knochen toter Sklaven zur letzten Ruhe. Oder bettet. Nicht betet. Aber den hier kann ich wiederbeleben. Kriege ich dann Erfahrung? Ja, wahrscheinlich. Oh, ich kann... Ach, guck mal. Ich kann Moat sehen. Hihi. Komm mal her. Nein, ich will den nicht jetzt ausrüsten. Ich wollte ihn nur zähmen. Ich habe ein Moa gezähmt. Ja, ich habe ein bisschen Erfahrung bekommen, weil ich einen anderen Spieler geholfen habe. Und er ist Meister der Steine. Das ist verwirrt. Ach so. Hehe. Ja. Cool, cool. So. Ach, guck mal, die sind sogar freundlich. Holz. Hm. Oh, da läuft ein Sklave. Toll. Guck mal, wir haben hier in dem Ding sogar eine Wegmarke. Ich komme gleich, ich musste kurz eine neue Axt ausrüsten. Okay, wie eine Axt? Ja, mein altes ist kaputt gegangen. Ach so, das wäre... Neue Länder, neue Möglichkeiten. Ich dachte so, hä, was willst du denn als Magier mit einer Axt? Ich kann eine Feueraxt beschwören, wenn ich möchte. Also ja, ja, bitte. Stimmt. Ja. So, okay. So, wer zuerst den Weg nach oben findet. Hihi. Ja, ja. Das Gemeine ist im Aufnehmen, ja, wisst ihr, das ist... Weißt du, jetzt kriege ich nicht mal mehr den Buff. So eine Asser. So eine Asser. Ah. Das Gemeine ist, als wir die ganze Zeit in Möwenständen unterwegs waren, ja, da war ich immer diejenige, die die Wege gefunden hat und die auch am besten springen konnte. Schweinerei. Ich bin gestorben. Gestorben sogar. Also wenn ich das Panorama habe, dann belebe ich dich vielleicht wieder. Nein, ich bin schon wieder da.
Alles gut. Ach, verdammt. Ich hasse es. Manchmal mache ich einfach automatisch diese Doppelrolle. Aber springst du denn nicht mit der Maustaste? Ja, doch, aber manchmal gehe ich halt mit WASD nach links oder so. Und dann, okay, dann ist das die Panik. Yay, Panorama. Sieht aber gut aus, ne? Finde ich auch. So, ich war Erster. Ja, ist gut. Ich hätte nie gedacht, dass es während der Aufnahmen wirklich mal der Fall sein wird, ganz ehrlich. Ich bin gerade am Stück. Dass du Erster bist? Weil ich hier nicht totgefallen bin. Ja. Es war Glück. Es zählt. Glück, nein, weil ich runtergefallen zählt. Bin. Ja und? Weil ich zweimal aus Versehen nach links gedrückt habe. Ja, hätte ich irgendwie runterschubsen? Nein. Mach mal eine Rolle. Mach mal eine Rolle. Ganz wie ich mal, so sieht's aus. So, wir haben da auf jeden Fall noch die Quest und einen Heldenpunkt und eine Sehenswürdigkeit. Ja. Ich habe eine Wegmarke nicht bekommen. Oder waren wir noch gar nicht? Ach, da waren wir noch Welche? Gar nicht. Wegmarke anwenden weiter. Ach so, nee, da waren wir noch nicht. Alles gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Quest und gehen dann weiter zu den Punkten. Genau. Oh Gott, nee, da will ich nicht runterspringen. Ich hab's überlebt. Ja. So, okay. Ich denke mal, auch hier bei der Wegmarke wird direkt auch unser Gegner sein. Ja, mal gucken, weiß ich gar nicht. Ja, doch, doch, sieht gut aus. Ja, perfekt. Was, wo bin ich? Ach so, ach, die Bubble, die ich da gerade gefeuert habe, ist ein Teleporter, wie cool. Yay. Okay. Auch nicht schlecht. Hatte noch gar nicht die Belohnung von der letzten Quest abgeholt. Ach, weißt du, das sind so die Leute, die haben es nicht nötig. So, Teleport-Bubble. Oder auch nicht. Oder doch, 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 da, es hat funktioniert. Yay. Ist lustig, ich kann mich mit der Bubble teleportieren. Aber weißt du, wisst ihr, was komisch an den Geistern ist? Die bleiben einfach stehen. Die sind komisch. So, und wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich mach die Quest. Ja, nur wegen dem Heldenpunkt, dass wir den dann finden zusammen. Ja, machen wir erstmal in Ruhe die Quest. Der Heldenpunkt wird wahrscheinlich hier unten sein. Hier ist er. Was? Wo? Ganz, ganz unten auf dem Boden. Ah, hast du schon gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich bin noch nicht hingegangen. Jo. Alles klar. Jetzt stirb doch mal. Doch. Ja, mal gucken. Also, ich warte noch auf bessere Hilfsfähigkeiten. Eine Truhe? Was war das denn? Not bad. Aus einer Leiche oder was? Ja, also ja, ich glaube schon. Aber da war nichts Großartiges drin. Könntest normale Loot war bei mir. Aber irgendwas Oranges war drin. Was hatte ich bekommen? Kreidschuppe. Ja. Schaltet die Sammlung Studie der Kraft frei. Okay. Tü-tüm. Cool. Ja, finde ich auch cool. Oh, oho, das könnte dir vielleicht gefallen. Unheilvoller Glyphenlangbogen. 191 bis 225 Schaden. Warte. 191 bis... Ja, auf jeden Fall könnte dir mir gefallen. Holy. Schicke ich dir gleich rüber. Ja. Oh, das wird cool. Mehr Kraft. So, aber ich werde die ganze Zeit noch angegriffen, ey. Ja. Verzieh dich. Kriegst meine 7. Oh.
So. Nachricht senden. Und zwar ein Item. Yay. Und dazu gibt's ein... Hi. Das ist ein ganz normales, banales Hi. So. Die Amazon-Lieferung wird bald bei Ihnen eintreffen. Yay. Finde ich cool. Sie ist schon da. Oha. Es sieht aus, als würde richtig cool aussehen. Nice. Ach, oh. Hm? Oh, das, was ich gesehen hatte. Nee, hä? Haupthand? Was ist das denn? Was denn? Wieso habe ich da jetzt zwei Bögen? Und wieso ist einer schlecht und einer gut? Hä? Dein alter und der neue? Nein, Waffensets wechseln. Ah, ich habe den falschen Bogen gesehen. Oh nein, es tut mir leid, Schatzi. Was? Ich habe einen, der ist besser. Naja, ist halt so. Krass. Aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein Set ausgerüstet, wo man denken könnte, das ist nicht so. So, mir fehlt, glaube ich, noch ein Gegner oder so. Ich frage mich mal, was diese ganzen hochrangigen Level hier in diesem Gebiet machen. Keine Ahnung, das frage ich mich auch manchmal. So. Bereit für den Heldenpunkt. Okay. Das sind Gegner. Schmecke ja, meine Blüte. Bäm. Ne? Kommunizieren. Auf ja, diesem... das glaube ich auch wieder nur ein. Hä? Ja. Auch wieder nur so ein Ding, wo wir. Ja. Kurz beten und dann den Heldenpunkt kriegen. Ich wollte es vorlesen, aber yay. Schatzi macht's einfach so. Tut mir leid. Oh, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, irgendwas vorzulesen. Krass. Naja. Ah, okay. Also die 80er machen die Karten auf 100%. Aber stimmt, ich habe auch nicht mal mehr die Quests alle vorgelesen. Oh mein Gott, bin ich... Ach, ich steck ja. fest! Oh Gott. Warum? Genau, ich komme gerade nicht weg. Ja, schön, ich ertrinke. Ja, natürlich mit der Atemmaske. Was denn hier? Veteran Kreid Neos. Wo ist der? Hm? Achso, der ist ja sogar hier. Hier ist gerade ein Event aufgetaucht. Ja, warte, der ist hier irgendwo direkt unter uns oder über uns. Da! Da unten! Hast du ihn schon gefunden? Nö. Ist er das? Ja. Da. Schmecke meine genau. Glyphen allesamt. Und das war nicht meine Glyphe. Zack, die und dann. Glyphenpower for the win. Ich finde es immer cool, wie viel Glück wir mit den ganzen Events haben. Boom. Oh, abgenutzter Kettenhelm. Wahrscheinlich kann ich ihn nicht benutzen. War ja klar. Nö, ist ja eine Kette. Och Mann, ich krieg niemals. Schrift der Erfahrung. Achso, meine Schrift der Erfahrung, ja. Was ist das hier? Achso. Ich fühle mich gemobbt vom Spiel, ganz ehrlich. Krieg nie was. Ja. Ach Quatsch. Guck mal, jetzt können wir uns sogar noch teleportieren. Yay, Nine! Wohin? Hi, Nine! Wohin teleportieren? Du musst mich auch irgendwie. Na, auf diese Zwischeninsel, auf Kreidbann Freistadt. Okay. Oh, jetzt kämpft einer gegen mich. Wo ist der? Hä? Ach so. Ja, hat jemand anderes schon getötet. Ach ja. So, sehr schön, siehst du. Dann rennen wir runter, oder was? Ja, noch zu der neuen Wegmarke, die da ist. Mhm. Und dann ist da noch irgendwie ein Gebiet. Also links davon ist ein Gebiet, was wir noch erkunden müssen. Ich glaube, wir haben noch voll viel zu tun hier. Krass. Na, ja, über die Brücke sieht's aus, als würde es da... in ein neues Gebiet gehen, ne? Was jetzt hier hochgeht? Ja.
Ja, das stimmt. Das sieht wirklich so Also wollen aus. wir erstmal nach links gehen, oder was? Ja, na halt hier unten hin. An Wennweiler. Mach mir Zeichen auf der Karte, damit ich es weiß. Warte, oh. Ja, genau. Genau hier, da. Ja, Da, da, da da. will ich ja jetzt hin. Und dann wollte ich da in die Richtung. Genau. So. Okay. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Wieso bist du schon da unten? Ich bin schnell. Gar nicht das geschummelt. Ich hab mich doch viel später hin teleportiert als du. Wo willst du hin? Hast du was Kupfererz gefunden? holen. Oh mein Gott. Ja, das übersehe ich andauernd. Ich achte da penibel drauf, dass ich immer Kupfererz sehe. Ja. Komischerweise bei den Bäumen mache ich das so. Yay, So, Wegmarke! kurz beim Händler Schrott verkaufen. Ja, eine sehr gute Idee. Zu euren Diensten. Das stimmt, und den Helm, den ich nicht brauche. Was darf ich euch anbieten? Klingt irgendwie traurig, wenn du das so sagst. Ist auch ein Kackhelm. Hier kriege ich So. irgendwas. Ja, das mit dem Bogen tut mir voll leid. Ich kann doch sowieso nichts mit dem anfangen. Ob ich den jetzt verkaufe oder dir gebe? Ja, das stimmt schon. Da hast du wohl recht. So, beachtliche Rune des Reisenden. Ja, das können wir noch behalten. Hier ist Ich bin all schnell die. wie der Wind und laufe, na doch, in die richtige Richtung halbwegs. Kann ich den Speer? Achso, ja klar. Schützen die Jacke. Achso, ja genau, das war das, was ich vorher hatte. So. Okay. Alles verkauft, glaube ich. Oha, Nine hat uns gefunden. Ich habe dich übrigens in die Gilde eingeladen, Nine. Was, die hat uns gefunden schon wieder? Ja, hier, da. Was heißt schon wieder? Sie hat uns so schon eine Aufnahme gefunden gehabt einmal. Und wusste nicht mal, dass wir. Nine nicht, nee. Doch, das war Nina. Juri. Achso, Juri, ach stimmt, Juri war das. Juri war das. Mal gucken, ob das geht. Yay, ich kann winken. Hihihi. So, Genau, ach ja, genau. ich bin hier bei der Späherin. Warte schon mal hier. Ja, viel Spaß beim Warten. Ich weiß gar nicht, hast du das gefunden, gesehen? Ja, genau, da. Keldeonwald, Stufe 80. Wer hätte das gedacht? Als Wächterin mit Leder und Chefköchin. Was denn da schon Nicht wieder? schlecht. Was? Ich gucke mir an, was Nine für Sachen hat. Ich bin neugierig. Sie hat voll die gute Rüstung. Ja, mit Stufe 80 ist ja kein Wunder. Okay, ich renne weiter. Alles gut. Nein, ich wollte nur gucken. Ich finde das immer. Oh Gott, Zero ist schon ganz weit vorne. Ja, ich bleibe ja auch nicht stehen. Aber, wenn ich Leute finde, dann muss ich doch stehen bleiben und kurz winken. Das wäre ja sonst voll unhöflich. Natürlich. Ja. Darum geht sie auch niemals bei uns in Berlin in die Stadt, weil sonst würde sie wie blöd den ganzen Tag rumwinken. Ihr müsst euch Und so eine Reggae an der Straßenecke vorstellen. ah, okay, schwere Rüstung. Schade. Also muss ich mir noch einen Charakter machen mit schwerer Rüstung. Damit du wirklich alles hast, ja? Ja. Das Gute ist, an der Bank kann ich ja alles einlagern und dann auch wirklich alles benutzen. Neues Event in der Nähe, Speerin. Hattest du die schon angequatscht? Nee, ne? Nein, ich warte auf dich. Ich habe sogar meine Farbe geändert gerade. Der Berg so im Sumpf war schon immer gefährlich, aber nie so wie zur Zeit. Der Albtraumhof hat sich im Herzen des Sumpfes eingenistet und unnatürliche Kreaturen hervorgebracht. Außerdem bedrohen Dschungeltrolle im Norden die wichtigste Route durch die Gegend. Seid vorsichtig.
So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir zuerst oder gehen wir später dahin. Da haben wir ja noch den Händlerangar. Ja, eigentlich müssen wir den zuerst machen, ne? Finde ich auch. Aber dann müssen wir uns wieder nach unten teleportieren. Da ist kein Danach. Teleporter in der Nähe, nicht so wirklich in der Nähe. Nee, wir müssen noch den Mabon-Markt nehmen. Dann lass uns hier jetzt nach links gehen und dann im Anschluss runter. Würde Okay. ich sagen. Ich hasse Machen diesen wir. Posten. Wir sind mitten im Nirgendwo und haben.